Bereits zum 7. Mal finden in Bad Aussee die kommunalen Sommergespräche statt. Kommunalpolitiker und Wirtschaftsexperten treffen sich in Bad Aussee, um an der Denkwerkstatt der österreichischen Kommunalpolitik teilzunehmen. Der Präsident des österreichischen Gemeindebundes, Helmut Mödelhammer, will Kommunalpolitikern Denkanstöße geben und sie für zukünftige Herausforderungen motivieren. Es ist das 7. Mal, dass dieser österreichische Gemeindebund gemeinsam mit der Kommunalkredit diese Sommergespräche veranstaltet. Es ist immer spannend. Das bedeutet, dass wir Probleme diskutieren, aber dann also auch uns wieder so motivieren, dass wir wieder mit Freude an die Arbeit gehen. Die Erwartungen an die diesjährigen kommunalen Sommergespräche sind hoch. Der Landtagspräsident, Landtagsabgeordneter Franz Meitzen, wünscht sich neue Impulse. Ich erwarte mir von den kommunalen Sommergesprächen das, was man sich immer erwartet hat. Information, Meinungsaustausch, Diskussion und ein bisschen neue Ideen für die Bewältigung der Aufgaben in der Zukunft. Die diesjährigen Gespräche stehen im Zeichen von Handlungsspielräumen angesichts knapper Budgets. Um die Gemeinden in dieser misslichen Lage zu unterstützen, legt der Vorstandsvorsitzende der Kommunalkredit, Magister Alois Steinpichler, neue Konzepte vor. Wir haben die Freude, morgen auch in einem Impulsreferat über die Möglichkeit der verbreiterten Finanzierungsbasis für kommunale Infrastrukturprojekte zu sprechen und werden dort darlegen, dass in der Tat ja die Finanzierungsmöglichkeiten über die öffentlichen Budgets begrenzt sind, naturgemäß, weil es Budgetverschuldungsgrenzen gibt. Und da muss man Alternativen finden und die bieten wir an und die diskutieren wir mit den Kommunen. Die Absicherung der Kommunen hat oberste Priorität, denn ihre Bedeutung kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Während die Parteienpolitik eine ernsthafte Krise erlebt und das Vertrauen der Bürger erschüttert ist, erweist sich die Gemeinde als einzig verbleibender Ort der Wahrheit. Mehr denn je bewahrheitet sich die Aussage »Small is beautiful«. Der deutsche Volkswirt Professor Klaus Schweinsberg erklärt in seinem Eröffnungsreferat, warum kleinere Einheiten attraktiv sind. Weil wir doch in Europa, auch in den einzelnen Ländern wie Österreich, sehen können, dass die großen Strukturen, die man aufgebaut hat, Großkonzerne, Großbanken, EU, G8, im Grunde mehr Probleme schaffen als Lösungen schaffen. Und wir werden jetzt einen Gegentrend erleben, dass wieder mehr Verantwortung und auch mehr Hoffnung in die Gemeinden und in die kleineren und mittleren Unternehmen projiziert wird und dort auch die Zukunft gewonnen wird. Die Gemeinde wird als Lebensraum für die Bevölkerung immer wichtiger, überschaubar und steuerbar und für viele nach wie vor berechenbar.